So las jeder in seiner Kindheit Märchen. Aber als ich Märchen hörte, dachte niemand über die verbogene Bedeutung in ihnen nach. In der Regel werden menschliche Laster in Märchen lächerlich gemacht. Dies zeigt das Beispiel des Märchens der Brüder Grimm, Hänsel und Gretel. In der Handlung der Geschichte sind die Hauptfiguren die Kinder des Holzfällers Hänsel und Gretel, die ihr ganzes Leben in Armut gelebt haben. Später kommt es zu einer schwierigen Zeit in der Familie und die Eltern wollten die Kinder loswerden. Aber Hänsel hörte das Gespräch mit und nachdem der Vater und die Mutter die Kinder in den Wald gebracht hatten, waren die Kinder zum Sterben verurteilt. Aber dank des schnellen Verstandes ihres Bruders konnten sie nach Hause zurückkehren. Die Eltern waren überrascht und zum zweiten Mal gelang es den Kindern immer noch nicht, aus dem Wald zurückzukehren. Auf der Suche nach Schutz fanden sie ein Lebkuchenhaus aus Teig, Lebkuchen und Zucker. Sie aßen etwas davon, um ihren Hunger zu stillen. Leider lebten die Kinder im Haus eine Hexe, die Gretel zwang, eine Dienerin in ihrem Haus zu sein und sie mästete Hänsel zum Zweck des weiteren Kannibalismus. Aber unser kluger Hänsel versucht, die Hexe zu täuschen und es gelingt ihm nicht. Die Hexe wollte ihn essen und dafür bat sie Gretel, den Herd anzuzünden. Gretel bezog sie auf ihr Alter und bat die Hexe, den Ofen selbst anzuzünden. Als die Hexe anfing, den Ofen zu heizen, stieß das Mädchen sie direkt ins Feuer und schloss die Klappe. Dann ließ sie ihre Brüder frei und sie kehrten unversehrt nach Hause zurück.